entscheidende Zeiten. Das ist das Motto unseres Landesparteitags. Warum ist das das Motto? Weil es so ist. Es sind entscheidende Zeiten. Liebe Freundinnen und Freunde, es sind Zeiten, die wir alle noch nie so erlebt haben. Zeiten der Krisen, Zeiten des Zweifelns, Zeiten der Unsicherheit. Und dann stellt sich die Frage, wie kommen wir durch diese entscheidenden Zeiten? Wie treffen wir Entscheidungen in diesen unsicheren Zeiten? Nun, meine Erfahrung war, in so einer Situation ist immer gut, wenn man sich besinnt. Besinnt darauf, wer man ist, wofür man steht und welche Antworten der Wertekompass für uns parat hält. Und ich glaube, das gilt nicht nur für mich, das gilt für uns alle. Und ich habe im Wertekompass einen einzelnen Satz gefunden. Einen einzelnen Satz, der unseren Anspruch, unsere Kraft, unsere Stärke, ja, ich sage auch unseren Stolz zum Ausdruck bringt. Es ist ein Satz. Es sind 5 Worte. Und jedes dieser 5 Worte ist 100%ig richtig. Wir sind die Wiener Volkspartei. Ja, genau. Wir sind die Wiener Volkspartei. Jedes Wort hat Gültigkeit. Jedes Wort hat Gewicht. Aber ich sag's euch sehr offen, bevor wir zum Arbeiten anfangen, möchte ich noch was Persönliches mit euch besprechen. Warum stehe ich eigentlich hier vor euch auf dieser Bühne? Warum tut man sich Politik in dieser Zeit überhaupt an? Und das haben mich in den letzten Tagen und Wochen viele Menschen gefragt. Und euch wahrscheinlich auch. Warum tut man sich Politik an? In einer Zeit politischer Intrigen, in einer Zeit, wo Politikerinnen und Politiker andere Politiker unter der Gürtellinie schlagen, statt gemeinsam zu verhandeln und Lösungen zu finden. Und in einer Zeit, und ich übertreibe das für mich nicht, wo im Mittelpunkt der politischen Diskussion sehr oft Hass und Aggression steht. Und wo es sehr oft darum geht, die Person des politischen Mitbewerbers ganz einfach schlecht zu reden. Und das geht, und das haben wir erlebt, bis tief in die Privatsphäre. Ich halte das für ein großes Problem unserer Demokratie. Also, warum tut man sich dann Politik in dieser Zeit an? Also, ich habe eine Antwort. Und die Antwort ist sehr einfach. Und ich sage es euch, die Antwort ist für mich auch sehr ehrlich. Die Antwort ist Liebe. Ja.
Der Begriff Liebe. Für jede von euch, für jeden von euch bedeutet das was ganz Individuelles, was ganz Besonderes. Und für mich auch. Und ich sag's euch. Ich habe zwei Lieben. Zwei Lieben meines Lebens. Eine Liebe, die sitzt mitten unter euch, mitten unter uns. Und das ist meine Christine. Sie begleitet mich durch 45 Jahre, durch dick und dünn. Und Christine, jetzt sage ich das einmal, vor allem, danke, ich hab dich lieb. Ja, und die zweite Liebe meines Lebens, die seid ihr alle. Ja, das ist meine Wiener Volkspartei, der ich auch seit 45 Jahren treu verbunden bin. Und ja, ich stehe ein für die eine Liebe meines Lebens, aber ich stehe auch ein für unsere Werte, für unsere Überzeugungen. Ich stehe ein in guten und in schlechten Zeiten für unsere Wiener Volkspartei. Ja, aber jetzt gehen wir an mit dem Arbeiten. Ja. Wir sind die Wiener Volkspartei und ich habe schon gesagt, jedes Wort hat Gültigkeit und jedes Wort hat Gewicht. Ja, und jetzt möchte ich ganz gern mit euch ein bisschen durchdenken, was heißen denn diese fünf Worte in dem einen Satz, was bedeuten sie? Und da beginne ich einmal mit der Volkspartei. Volkspartei. Versucht einmal, das über die Zunge rollen zu lassen. Volkspartei. Das ist mehr als ein Parteiname. Einer Partei, die gründend in der Zweiten Republik war. Volkspartei ist mehr als der Begriff einer Gesinnungsgemeinschaft. Für mich ist Volkspartei Programm und vor allem Volkspartei ist innere Einstellung. Volkspartei heißt ja, wir kommen aus dem Volk. Wir kommen aus den Lebensrealitäten der Menschen. Und wir wollen für die Menschen in ihren Lebensrealitäten arbeiten. Mein Anspruch, liebe Freundinnen und Freunde, an mich selbst und mein Anspruch an uns alle ist, wir müssen noch viel, viel näher zu den Menschen. Als Wiener Partei kann uns niemand den Anspruch nehmen, Wien zu lieben. Und es kann uns auch niemand den Anspruch nehmen, Kritik zu üben. Und auch an die Adresse der Wiener SPÖ. Nein. Kritik an Wien, wenn etwas schief läuft, wenn etwas falsch läuft. Kritik an Wien ist kein Wien-Bashing. Kritik an Wien ist der Ausdruck unserer Überzeugung, dass wir, wenn wir Wien wirklich lieben, auch alles tun müssen, damit Wien besser wird. Und schließlich stehen die wichtigsten Worte ganz am Anfang und ganz am Ende des Satzes. Wir sind Partei. Wir alle sind Teil einer großen Gesinnungsgemeinschaft.
Wir haben gemeinsame Grundwerte, wir haben gemeinsame Überzeugungen und wir kommen alle aus der Mitte des Lebens. Ja, wir, und darauf sollten wir mehr denn je stolz sein. Wir sind die Wiener Volkspartei. Ja, und jetzt würde ich gerne mit euch drei Säulen kurz durchdenken, drei Säulen des heutigen Parteitags und auch meiner Überlegungen. Erstens, was bedeutet Volkspartei eigentlich speziell für die Wiener Stadtpolitik? Zweitens, was sind die brennenden Themen dieser Stadt? Und drittens, wie gehen wir es an für Wien? Gehen wir also zum Ersten. Als Volkspartei, ich glaube, das habe ich versucht ausführlich darzulegen, als Volkspartei sind wir ganz nahe bei den Menschen. Wir sind ganz nahe bei den Menschen. Und das alleine ist schon eine Marktlücke in Wien. Denn in Wien herrscht nur mehr der Verwaltungszentralismus. In Wien herrscht das Motto, alle Macht ins Rathaus. Und in Wien ist man vor allem seitens der SPÖ und der heutigen Wiener Stadtregierung schon längst und ganz weit weg von den Menschen. Und man ist weit weg von den Bezirken und man ist weit weg von den Grätzeln. Und ich habe euch was mitgebracht, um euch das ein bisschen anschaulich zu machen, damit es nicht zu trocken wird, ja, der heutige Tag. Ich habe euch mitgebracht 100 Euro. Ja, 100 Euro eures Steuergelds, unseres Steuergelds. Und dieses Steuergeld wandert in das Wiener Stadtbudget. Das ist also, wenn ihr so wollt, der Rathaushunderter. Was glaubt ihr bei diesem Rathaushunderter, wenn ihr euch den so anschaut? Wie viel Geld, wie viel von diesen 100 Euro wandert tatsächlich in die Bezirke und in die Grätzl zur eigenen Verwendung? Was schätzt ihr? 50 Euro? 60? 30? 20? Also, liebe Freunde, damit wir es kurz machen, ihr braucht gar keinen Schein. Ja, ihr braucht keinen Schein. Es sind Münzen. Es ist genau 1 Euro und 50 Cent von 100 Euro, die direkt in den Bezirken und Grätzeln zur eigenen Verwendung ankommt. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das ist doch der klare Beweis dafür, dass diese Mittel überhaupt nicht transparent und schon gar nicht sparsam ausgegeben werden. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das wissen wir schon lange. Nicht erst seit dem jüngsten Stadtrechnungshofbericht. Denn der jüngste Stadtrechnungshofbericht hat ja aufgedeckt, die Emma 48 hortet in ihrem Museum 38 Oldtimer, darunter einen Hubschrauber und ein Militärflugzeug. Und das alles um unser Steuergeld. Das ist eigentlich unfassbar. Aber die Nähe zu den Menschen, die beginnt ja schon viel früher. Die beginnt zum Beispiel bei der Suche nach einem konkreten Ansprechpartner in einer Magistratsabteilung. Die beginnt bei einer tatsächlichen Hilfestellung. Wer in welcher Magistratsabteilung kann mir helfen? Kennt eigentlich jemand, damit es wieder ein bisschen heiterer wird, ja, bei allem Ernst, kennt jemand von euch Asterix erobert Rom? Na, ich habe es euch mitgebracht. Ihr wisst, Asterix und Obelix müssen da drin 12 harte Prüfungen bestehen, damit sie bei der Wette mit Julius Caesar nicht unterliegen und von Julius Caesar dann unterjocht werden. Also ist wirklich, es geht um was. Ne? 12 harte Prüfungen. Die härteste Prüfung ist die Prüfung Nummer 8. Wie schaffe ich das? Wie komme ich zum Passierschein A38? Ein Spießrutenlauf in der römischen Verwaltung ist die Folge. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ja, das ist
die Skizze des Aktenlaufs. Und ja, Asterix und Obelix werden von diesem römischen Zentralismus fast in den Wahnsinn getrieben. Bis dahin war es ja heiter, nicht? Und das Comic ist ja auch lustig und ironisch gezeichnet und hübsch und nett. Nur, liebe Freundinnen und Freunde, ertappt euch einmal dabei, bei der letzten Ortsverhandlung, bei der letzten Büroverhandlung, beim letzten Amtsweg und der Suche nach einem Ansprechpartner. Wie oft sind denn wir Bürgerinnen und Bürger schon fassungslos vor dem Labyrinth von 70 Magistratsabteilungen gestanden? Und dann ruft ihr dort an und es meldet sich niemand. Wie zum Beispiel in der Magistratsabteilung 35. Und da kann ich euch sagen, das ist nicht die Schuld der einzelnen Beamten. Das ist die Verantwortung der SPÖ, die in den letzten Jahrzehnten alles getan hat, um Überbürokratisierung und Verwaltungszentralismus zu pflegen. Ja, es ist tatsächlich so. Es hebt in Wien schon oft keiner ab, weil die SPÖ abgehoben ist. Liebe Freundinnen und Freunde, als Volkspartei bieten wir ein ganz klares Gegenmodell an. Und es ist sehr einfach, die Formel. Die SPÖ stellt das Rathaus in den Mittelpunkt. Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt. Die SPÖ behandelt die Menschen von oben herab. Wir begegnen den Menschen auf Augenhöhe. Und die SPÖ versteckt sich sehr oft und immer öfter hinter Hotlines. Wir suchen das ehrliche, das persönliche Gespräch mit den Menschen und das direkt in den Grätzeln. Und das können wir auch als stärkste Oppositionspartei. Und das können wir, weil wir Volkspartei sind und weil wir Volkspartei spüren. Liebe Freundinnen und Freunde, die Volkspartei, das ist die wahre Grätzelpartei. Ja, daher meine Einladung, meine Aufforderung, aber wir machen es ja eh schon. Aber jetzt bewusst, gehen wir zu den Menschen. Hören wir ihnen wirklich zu? Nehmen wir ihre Anliegen ernst? Sagen wir als Politikerinnen und Politiker auch manchmal, das geht nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber helfen wir überall dort, wo wir wirksam helfen können. Und wer mich kennt, ich meine das wirklich so. Es bleibt nicht bei der Überschrift. Wir haben in den letzten Wochen, danke dir Landesgeschäftsführer Markus Keschmann, gemeinsam unser Bürgerservice in der Landespartei massiv ausgebaut. Das ist wichtig. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt eine Persönlichkeit gefunden habe, die dieses Bürgerservice auch persönlich begleiten wird. Es ist ein Mensch, eine Persönlichkeit, eine Frau, die weiß, was Bürger wollen. Und die weiß auch, wie man Bürgeranliegen erfüllen kann. Sie hat nämlich Erfahrung. 11 Jahre als Volksanwältin. Danke, dass du an Bord bist, Dr. Gertrude Prinek. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, unsere Stärke liegt in den Grätzeln. In den Grätzeln, im direkten Kontakt mit den Menschen. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir gehen nämlich jetzt direkter und persönlich in die Grätzel. Und das ist neu. Und das war in dieser Breite auch noch nie da. Unsere 248 Bezirksrätinnen und Bezirksräte werden ab sofort für ein konkretes Grätzl persönlich verantwortlich sein. Sie werden der persönliche Ansprechpartner, die persönliche Ansprechpartnerin für die Anrainerinnen, für die Bewohner sein. Und Sie sind dort, wo die Menschen tagtäglich leben. Das Ziel ist ganz klar. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin soll seinen und ihren
Grätzl-Bezirksrat persönlich kennen. Dafür stehe ich, dafür stehen wir. Die Volkspartei ist die Grätzl-Partei. Und ich danke euch für euren Einsatz. Ja, und es hat ja noch einen Sinn, wenn wir in den Grätzeln sind. Wer nahe bei den Menschen ist, der spürt auch sehr schnell, was die Themen sind, die die Menschen bewegen. Wer die Menschen kennt, der kennt auch ihre Themen. Und damit sind wir bei der zweiten Säule, bei den Themen, die derzeit in Wien brennend sind. Und ich habe nicht viel Themen mitgebracht, weil wir im Leitantrag schon sehr, sehr vieles angesprochen haben. Aber ein Thema habe ich mitgebracht, weil es hier im 22. Bezirk stattfindet, täglich, in der Donaustadt. Eine Familie aus Somalia in Afrika, um die geht's. Diese Familie lebt hier in Wien, in der Donaustadt, seit 6 Jahren. Diese Familie aus Somalia hat 4 Kinder. Fast alle in Österreich geboren, eines unmittelbar nach der Geburt nach Österreich und in die Donaustadt gekommen. Der älteste Sohn ist 6, war jetzt im Kindergarten etwa 2 Jahre und hat jetzt begonnen mit der Volksschule. Und liebe Freundinnen und Freunde, dieser 6-jährige Bub, nach 2 Jahren Kindergarten, nach 6 Jahren in Österreich, kann kaum ein Wort Deutsch. Das macht mich traurig und betroffen, weil die Zukunftschancen dieses jungen Menschen sind jetzt schon beeinträchtigt. Aber es wird noch schlimmer. Diese Familie aus Somalia, mitten in der Donaustadt lebend, sucht gar keinen Kontakt zu Wienerinnen und Wienern. Sie sucht den Kontakt ausschließlich in der somalischen Parallelgesellschaft. Und sie braucht auch gar nicht Deutsch zu können. Denn in der Schule, wenn es um die Kommunikation zwischen Lehrerin, Lehrer und Eltern geht, braucht man, um überhaupt kommunizieren zu können, einen Dolmetsch. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist nicht zu glauben. Die Familie seit 2015 in Österreich spricht kaum Deutsch. Die 4 Kinder seit 6 Jahren, 4 Jahren, 3 Jahren in Österreich, alle im Kindergarten, sprechen kaum Deutsch. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehen und schon gar nicht akzeptieren kann. Und das ist kein Einzelfall. Das ist die Folge solcher beginnenden Parallelgesellschaften. Auf den Punkt gebracht, 60% der 10.000 Volksschulkinder, die kaum Deutsch können, 60% der 10.000 Kinder sind in Österreich geboren. 80% waren im Kindergarten. Und 30% der 10.000 Kinder, die kaum Deutsch sprechen, haben bereits die österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist das traurige Ergebnis des Versagens in Bildung und Integration durch die SPÖ jahrzehntelang und jetzt neuerdings in ihrer Regierungsverantwortung auch durch die NEOS. Und was ist das Ergebnis dieses Versagens? Was glaubt ihr? Von 10 Wiener Kindern nach 9 Jahren Pflichtschule. Wie viele erreichen tatsächlich die Bildungsziele? 2. Es sind 2. Nur 2 von 10 Kindern schaffen die Bildungsziele. 4 schaffen sie nur teilweise und 4 schaffen sie gar nicht. Und wenn 8 von 10 Kindern bildungsmäßig auf der Strecke bleiben, dann schütteln SPÖ und NEOS einfach den Kopf und ignorieren dieses Problem,
dann kommen höchstens Schuldzuweisungen an den Bund. Das ist einfach zu wenig. Denn das ist keine ideologische Frage. Diese Situation anhand dieses Beispiels zeigt ganz klare Probleme auf. Das erste Problem, das Problem der Wirtschaft, die nicht genügend gute Arbeitskräfte bekommen. Das zweite Problem, die Gesellschaft, die die Kinder ausbildet und dann zuschauen muss, dass sich die Jugendlichen nicht selbst erhalten können. Und liebe Freundinnen und Freunde, denkt mal bitte an die Menschen. 8.830 Kinder, Jugendliche in diesem Fall bereits, waren im April arbeitslos. 8.830 Menschen, Einzelschicksale. Und das zeigen auch die Zahlen. Mit 16% Jugendarbeitslosigkeit ist Wien bei der Beschäftigung Schlusslicht im deutschsprachigen Raum. Ja, damit ich es noch einmal sage und unterstreiche, Wien hat die höchste Jugendarbeitslosigkeit aller Regionen im deutschsprachigen Raum. Und das scheint der SPÖ und der Stadtregierung völlig egal zu sein. Und liebe Freundinnen und Freunde, das Endergebnis sehen wir dann bei den Schicksalen. Denn wenn diesen jungen Menschen, die arbeitslos sind, bald die Hoffnung und bald die Perspektive fehlt, dann sind sie besonders leicht zu begeistern. Für illegalen Drogenkonsum, für Drogenhandel, für Kriminalität, für Extremismus, ja auch für Terrorismus. Das ist letztlich eine große Gefahr für die Menschen und für die Sicherheit in unserer Stadt. Ja, und das Traurige ist, ich würde wirklich gern, weil ich mit euch gern spreche, ja, mit der SPÖ und mit den Neos hier ins Gespräch kommen, aber das Gespräch ist relativ kurz, ja, weil man ignoriert das Problem. Man erkennt gar nicht, dass es da ist oder man will es nicht erkennen. Aber da rufe ich der SPÖ zu, ignorieren hat noch nie ein Problem gelöst. Ich sag's klipp und klar. Ich sag's klipp und klar. Und das wäre ein Einstieg in unsere Verhandlungen. Wir als Volkspartei, wir fördern Integration. Aber wir fordern Integration und die Bereitschaft zum Anerkennen unserer Werte auch ein. Ganz klar, wer in Österreich leben will, wer in Wien leben will, der hat unsere Werte zu akzeptieren. Ja, Bildung und Integration bedeuten also, das ist, glaube ich, klar, Chancen für unsere Kinder und sie bedeuten Sicherheit auf unseren Straßen. Und da bin ich jetzt beim Thema Sicherheit. Und ich bin beim Thema Sicherheitsgefühl. Ihr wisst alle, mir geht es ganz besonders stark um Gefühle, Gefühle der Menschen. Und ich habe ja schon viele Jahre mit Menschen in Wien, mit Wienerinnen und Wienern Kontakt und mit denen gesprochen und immer wieder höre ich da berührende Geschichten. Aber eine Geschichte ist für mich so symptomatisch, weil es immer wieder kommt. Und die Geschichte hat einen Menschen dahinter, nämlich die Frau Trude. Die Frau Trude aus Favoriten. Ich kenne sie schon sehr, sehr lang. Und diese Frau Trude aus Favoriten schildert mir ihre Geschichte und sagt, wissen Sie, ich bin in Favoriten da beim Quellenplatz aufgewachsen. Hab das alles da erlebt, jahrzehntelang. Aber heute erkenne ich mein Grätzl nicht mehr wieder. In meinem Gemeindebau höre ich kaum noch ein deutsches Wort. Wenn ich einkaufen gehen will, sehe ich lauter Geschäfte, wo ich die Schilder nicht mehr verstehen kann, aufgrund der Sprache. Wissen Sie, sagt sie dann zu mir, eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin in mein Grätzl
eine Fremde. Das berührt mich, das ist etwas, wo ich sage, die Alarmzeichen schrillen. Aber die Frau Trude sagt noch was. Sie sagt, am Abend, wenn es dunkel wird, möchte ich einfach nicht mehr aus dem Haus gehen. Und das kann es jetzt nicht sein. Am Abend, bei Einbruch der Dunkelheit, zu Hause bleiben zu müssen, weil man sich nicht mehr sicher, nicht mehr zu Hause auf den Straßen fühlt, das geht nicht. Weil wir leben in Wien. Wir leben nicht in Berlin, Neukölln. Wir leben nicht in Malmö. Wir leben nicht in den schwedischen und französischen Städten, wo das schon an der Tagesordnung ist. Oder in Brüssel, Molenbeek, wo sich die Parallelgesellschaften bereits abschoten und die Polizei nur noch mit Sondereinheiten in diese Stadtviertel fahren kann. Liebe Freundinnen und Freunde, diese Entwicklung müssen wir und die werden wir als Wiener Volkspartei auch verhindern. Und eines ist auch klar, und das sage ich euch als ehemaliger Polizist, umfassende Sicherheitsentwicklung ist viel mehr als Polizei- und Kriminalitätsbekämpfung. Bei hoher Anerkennung der Leistungen aller Polizistinnen und Polizisten. Aber glaubt's mir, wenn jemand 133 wählt und die Polizei kommt, selbst wenn sie einen großen polizeilichen Erfolg hat, es ist schon zu spät. Die Stadtpolitik muss, wenn sie umfassende Sicherheitspolitik ernst meint, frühzeitig reagieren. Das bei Bildung, das bei Integration und das bei Stadtteilentwicklung. Und ich sage immer, wenn wir morgen ein sicheres Wien wollen, dann brauchen wir heute entschiedene Maßnahmen. Wir müssen die Defizite bei der Bildung bekämpfen. Wir müssen die Integration nicht nur fördern, sondern auch einfordern. Und wir brauchen neben einer Stadtteilentwicklung eine Stadtsicherheitsentwicklung. Na gut, und dann sind wir schon beim dritten Teil, bei der dritten Säule, die ist mir so wichtig. Ja? Diese dritte Säule. Fassen wir also zusammen. Erste Säule, wir sind als Volkspartei ganz nah bei den Menschen, das haben wir uns versprochen. Und das tun wir ja, vielfach, in großem Ausmaß schon. Zweiter Punkt, wir kennen die Themen. Und ihr wisst, im Leitantrag ist hier vieles beinhaltet. Aber jetzt kommt das dritte und entscheidende, wie gehen wir es an für Wien? Und da sage ich euch ganz klipp und klar, wir schaffen das alles nur gemeinsam. Ich kann und ich möchte euch gerne vorangehen, aber ich brauche jeden Einzelnen von euch mit euren Talenten, mit euren Leidenschaften, mit eurer Kompetenz, mit eurer Erfahrung. Ich brauche jeden Einzelnen von euch. Und ich sage euch, und ich sehe das heute so eindrucksvoll, die Volkspartei in Wien ist so stark aufgestellt, wie das seit vielen Jahren nicht der Fall war, dank unserem Gernot Blümel. Die Volkspartei ist ganz, ganz stark aufgestellt. Und seid euch dieser Kraft auch bewusst. Wir sind 21 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Wir sind 248 Bezirksrätinnen und Bezirksräte. Wir sind über 400 Delegierte heute beim Landesparteitag. Und wir sind gesamt 1500 Menschen, die hier in dieser Halle beim Landesparteitag dabei sind. Das seid ihr, das ist unser Fundament und das ist die Stärke der Volkspartei. Ja, die Öffnung der Volkspartei, die hat uns gut getan. Sie hat uns breiter gemacht, sie hat uns jünger gemacht, sie hat uns gescheiter gemacht. Das war gut. Aber ich möchte jetzt gemeinsam mit euch den nächsten Schritt gehen. Ich möchte die Volkspartei noch attraktiver machen. Für all jene, die in Wien einfach etwas weiterbringen wollen.
Für all jene, die im Rathaus und bei anderen Parteien keinen Ansprechpartner mehr finden. Und für all jene, die in Wien einfach gute Ideen entwickeln wollen. Für all diese Menschen bilden wir ab sofort ein Wiener Dialogforum. Und da geht es nicht um Parteimitgliedschaft. Da geht es um die besten Ideen für Wien. Und ich lade von dieser Stelle euch alle und euch alle ein, mitzumachen. Bringt eure Ideen, bringt eure innovativen Ansätze, denn eines ist sicher, die Herausforderungen, die jetzt da sind und die Herausforderungen, die noch auf uns warten, brauchen neue Lösungen, brauchen neue Antworten und dafür werden wir wieder mehr werden. Und mir hat es so fasziniert, ich habe einige erste Gespräche geführt und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich ganz begeistert gesagt, das ist eine gute Idee, da machen wir mit. Ja, und ich freue mich insbesondere deshalb, euch ein paar Namen schon nennen zu dürfen, die sozusagen mit dabei sind beim Dialogforum und damit die Türen öffnen, auch für alle anderen. Das ist zum Beispiel der langjährige Klinikvorstand der Medizinischen Universität Wien, Universitätsprofessor Dr. Hubert Pehamberger. Das ist, und da bin ich besonders stolz, die junge Unternehmerin Stefanie Ernst. Und ich bin auch sehr froh, dass sich jemand bereit erklärt hat für den Bereich Sicherheitspolitik und Terrorismusforschung. Das ist Dr. Nikolaus Stockhammer. Vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch einer mit dabei sein wird, den ich unendlich schätze. Ich sage, er ist ein Vordenker der Volkspartei. Unser Bundeskanzler außer Dienst, Dr. Wolfgang Schüssel. So, und jetzt, weil wir uns ja langsam dem Ende nähern, gehe ich noch einen Schritt weiter. Ja? Ich möchte gern haben, dass wir alle ein Team für Wien werden. Unser Team Wien bilden. Aus allen Bezirksorganisationen, aus allen Teilorganisationen, aus allen Lebensbereichen und auch aus dem Dialogforum. Von innerhalb und von außerhalb der Partei. Für alle, die gilt, gute Ideen einbringen. Für alle, die gilt, tatkräftig anpacken, statt Probleme negieren. Und für alle, die gilt, vernünftig umsetzen, statt ideologisch streiten. Wir alle sind das Team Wien. Ja, das bin nun einmal ich. Das sind meine Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Das sind unsere Bezirksvorsteher. Das sind die Obleute unserer Teilorganisationen. Das seid ihr Bezirkspartei-Obleute und ihr im Landesparteivorstand. Das seid ihr Bezirksrätinnen und Bezirksräte. Das seid ihr Delegierte am Landesparteitag. Und das seid ihr alle, die ihr heute hier seid. Gemeinsam sind wir alle das Team Wien. Wir sind erst vorm Penalty schießen. Ja. Also fassen wir noch einmal zusammen, bevor wir ins Schluss, es ist nicht einmal mehr ein Drittel, ein Fünftel vielleicht nur ist, fassen wir zusammen. Wir sind also, das haben wir eindeutig festgestellt und klar gemacht, wir sind die starke, richtige Kraft in Wien. Wir sind die Wiener Volkspartei. Wir sind nahe bei den Menschen. Wir kennen die Themen und jetzt wissen wir es auch, wie wir es angehen, nämlich im Team Wien, mit den besten Köpfen und den besten Ideen. Aber lasst mich noch einmal nachdenklich werden. Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum braucht man uns?
Warum braucht man die Themen? Warum braucht man das Team Wien? Warum braucht man neue Lösungen? Da hilft uns ein Blick auf die Politik-Landkarte. Was haben wir denn in Wien? Also da haben wir mal die SPÖ. Ich glaube, wir haben heute darüber gesprochen. Ich sage es ganz offen, auch aus Erinnerung an früher und auch aus demokratiepolitischen Gründen. Leider ist die SPÖ arrogant geworden und abgehoben. Leider ist sie nicht mehr bei den Menschen. Und ihre pinke Teilorganisation, das Anhängsel in dieser Stadtregierung, liebe Freundinnen und Freunde, das müssen wir uns merken, ja? Das ist nicht mehr die bürgerlich-wirtschaftsliberale Partei, als diese einmal angetreten ist. Das ist längst schon vorbei. Und die Grünen und die Blauen, da macht ihr euch täglich ein Bild in der Wiener Stadtpolitik. Ihre Ideen und ihre Anregungen oder ihre Anwürfe haben mit vernünftiger Stadtpolitik auch nichts mehr zu tun. Und seid einmal ganz ehrlich und ganz realistisch, wir haben heute im Wiener Rathaus eine Zweidrittelmehrheit SPÖ, Grüne und Neos. Wenn ihr wollt, einen Zweidrittel-Linksblock. Und wir haben auf der anderen Seite eine FPÖ, mit der kein Staat zu machen ist. Ich bin überzeugt, wir als Wiener Volkspartei sind das einzige ernstzunehmende bürgerliche Korrektiv zu einer linken, zu einer absoluten und zu einer absolutistischen Mehrheit der SPÖ in Wien. Aber wir haben selber in der Hand, die Absolute der SPÖ in Wien zu verhindern, und das werden wir auch gemeinsam schaffen. Wir wollen die bürgerliche Alternative für unsere Stadt. Wir wollen eine Politik mit Herz und Verstand, weil es entscheidend ist. Entscheidend für Wien. Jana. Ich muss euch noch was erzählen. Zum Abschluss. Und ihr werdet mich dann verstehen, warum ich jetzt noch ein bisschen zurückhaltend bin und euren Applaus noch nicht gleich ganz angenommen habe. Ich muss euch was erzählen. Ich war vor ein paar Wochen, und das ist jetzt eine Geschichte, die mich sehr betroffen gemacht hat, vor ein paar Wochen bei Erhard Busseck. Knapp vor seinem Tod. Keiner hat es geahnt. Und es war ein sehr persönliches, ein sehr freundschaftliches, ein sehr wertschätzendes Gespräch. Und ihr könnt sich vielleicht vorstellen, bei dem Gespräch, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Das hat mich wirklich bewegt. Und Erhard Busseck hat mir in diesem Gespräch ein paar Wünsche mitgegeben, an mich selbst, ja, aber auch an die Volkspartei. Und ich habe es damals ja nicht geahnt, das waren nur ein paar Wünsche. In der Zwischenzeit weiß ich und wissen wir es alle, das war vielleicht ein kleiner Teil des politischen Vermächtnisses von Erhard Busseck. Und es war am Ende des Gesprächs, ganz am Ende. Wir sind uns so gegenüber gesessen, Erhard Busseck und ich. Und auf einmal neigt er sich so zu mir vor. Und wer von euch ihn gekannt hat, er hat ja immer total funkelnde Augen gehabt. Ja? Er neigt sich zu mir vor, funkelt mit den Augen in meine. Und dann hat er was gesagt, das werde ich nie vergessen. Er hat gesagt: Karl, du machst das wirklich gut. Aber bitte achte darauf. Die Volkspartei muss wieder unverwechselbar werden.
Die Volkspartei in Wien muss wieder gestalten. Wien braucht das. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns gemeinsam das Vermächtnis von Erhard Busseck umsetzen. Lasst uns gemeinsam die Wiener Volkspartei unverwechselbar machen. Lasst uns gemeinsam beginnen, heute zu gestalten. Setzen wir heute ein gemeinsames Zeichen der Stärke und der Geschlossenheit. Setzen wir ein Zeichen für unsere Volkspartei. Setzen wir ein Zeichen für unser Wien. Wir sind die Wiener Volkspartei.